Guten Morgen, meine lieben Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar nach der gestrigen Pause hier am Mittwoch, dem 26. Oktober, wieder für Sie am Start. Und wir wollen uns heute natürlich gleich dem Markt zuwenden und hierbei speziell einem Währungspaar, was immer wieder im Fokus steht, weil eben auch das umsatzstärkste, liquideste und auch mit dem engsten Spread versehenste Währungsverhältnis, Währungspaar, FX-Pair, nämlich hier Euro-US-Dollar. Sie sehen es ja schon auf dem Schirm, den wollen wir uns heute mal ein Stück weit näher betrachten, vor zwei Hintergründen. Zum einen erfolgte unlängst eben hier eine Abwertung, die nun mit der Aufgabe von 1,1150 fast schon prophezeit wurde, also hier mit dieser starken Ausverkaufskerze hier vom 11.10. genau, mit Bruch dieser Aufwärtstrendlinie, mit Aufgabe eben diese Support-Levels hier um 11, 1, 11, 50 roundabout, folgte der anvisierte Test hier in Richtung 1,10, 1,0998, so 1,098 viel mehr. Und von diesem Level ausgehend wurde, da sehen Sie hier an diesem blauen Tendenzfall, im Prinzip eine korrektive Gegenerholung oder Gegenbewegung vielmehr favorisiert. Diese erfolgte nicht. Sie sehen es ja, das Währungspaar tropfte gleich nach dem Alternativplan direkt nach unten. Insofern hier die Abwertung eben weiter vollends im Lauf. Aber das Level von 1,085, dieses Unterstützungslevel, da müssen wir uns ein Stück weit rausscrollen. Hier diese Stauzone aus dem Jahr 2015 und hier mit dem Touch Beginn 2016 eben wurde hier jetzt touchiert und mit der gegenwärtigen, ja, Tendenz, Sie sehen es ja gerade, der Euro scheint hier zumindest von diesem Level kurzfristig abprallen zu wollen, stehen die Chancen für einen Erholungsimpuls mal gar nicht so schlecht. Also zu favorisieren wäre kurzfristig eine Erholungsbewegung, solange wir das Level von 1,085 nicht mehr unterschreiten. Aber im großen Kontext, Sie sehen es ja hier, ist die ja, allein schon markttechnisch sehr, sehr leicht ableitbare Tendenz unbestreitbar. Und dennoch haben wir mit diesem Tiefpunkt hier jetzt ein Zeichen gesetzt, was dazu führen könnte, dass der Markt eben ja, eine Erholungsbewegung jetzt durchaus weiter einleiten will, wenn er es jetzt mal hier nehmen würde. Genau, jetzt haben wir es endlich. So. Und Sie sehen damals hier diesen grünen Pfeil, der schon davon ausging, dass es, wenn es tiefer geht, hier diese Zone eben getestet werden könnte. Das würde theoretisch mit dem gestrigen Tief zusammenpassen. Und wenn es jetzt hier nicht eine Überraschung auf der Südseite gibt oder eben ein Ausverkauf, dann denke ich, ist kurzfristig das Potenzial hier in Richtung 1,10 zunächst gegeben. Also das präferierte Szenario, selbst wenn es heute nochmal leichte Rückschläge geben sollte oder auch während des weiteren Wochenverlaufs, scheint es mir so, als hätten wir hier gute Chancen, einen korrektiven Erholungsimpuls zu sehen, der aber hier im Bereich des ehemaligen Unterstützungslevels 1,098 eben hier auf sein Ende stoßen könnte, um dann eben hier nochmals nach unten zu laufen. Und ich hatte unlängst auch eine größere Bewertung zum Euro-US-Dollar und auch dem US-Dollar-Index gemacht, was hier durchaus im weiteren Verlauf eine, ja, nochmalige Abwertung, eine tiefere Abwertung sogar noch zulässt, nämlich hier in Richtung 1,05. Und das eben, das hier das entscheidende Niveau. Das würde dann entsprechend hier gute 350 Pips tiefer legen. Und da sind wir dann auch praktisch hier beim Tief aus 2015. Das ist, wie gesagt, eine ganz interessante Konstellation, beziehungsweise hier aus dem letzten Tief von 2015 zum Ende des Jahres. Das eigentliche Tief wurde hier bei 1,0462 markiert. Wird spannend sein, wie gesagt, aber rein technisch sieht es so aus, als würde der Euro-US-Dollar hier weiter im Abwärtsstrudel bleiben. Und wir hatten ja beim Index, beim US-Dollar-Index ja hier auch einen Ausbruch gesehen, jetzt den Ausbruch auf der Südseite und insbesondere eine Beschleunigung dieser Bewegung wäre möglich, wenn wir eben 1,085 signifikant aufgeben. Sie haben es vielleicht eingangs auch schon gesehen, wir haben eine saisonal bullische Phase vor uns. Also gut, zugegebenermaßen jetzt Oktober, November ein Stück weit zäh, aber Ende November bis in den Dezember hinein ist das Währungspaar Euro-US-Dollar sehr, sehr bullisch. Das sieht hier technisch jetzt keinesfalls so aus. Also hier ist eher der Weg gen Süden zu präferieren. Die Saisonalität, wie gesagt, eine hervorragende Ergänzung, aber hier nicht unbedingt stark zu präferieren, wenn die charttechnischen Signale nicht damit einhergehen. Die Saisonalität sagt eben nur aus, wie es sich zyklisch verhält, aber dass das natürlich immer so wie eine Blaupause funktionieren muss, ist natürlich keinesfalls gegeben. Dennoch hierbei der aktuellen Price Action, wie gesagt, unterhalb von 1,10 bleibt es dabei, dass wir hier nochmals Richtung 1,085 und tiefer laufen können. Spannend wäre es, wenn wir dann über 1,10 gehen. Aber das präferierte Szenario lautet, und das kann ich hier dann praktisch auch nochmal mit einem gestrichelten Pfeil untermauern,
wenn neue Tiefs kommen. Oder das wäre dann eben praktisch der Alternativplan, wenn es direkt tiefer geht oder nach dem Abprall dann die 1,085 aufgegeben werden würde, dass Euro-US-Dollar dann hier letztlich nach unten knickt. Eine Erholungsphase wäre erst wieder bei signifikanter Rückkehr über 1,10 zu erwarten. Dann wäre hier gute 150 Pips bei 1,1150. Das nächste Zielniveau sehe ich allerdings deswegen auch grau als unwahrscheinlichste Variante an. Wir müssen aber immer einen Alternativplan haben. Sollte es eben eine stärkere Erholung geben, dann könnte Euro-US-Dollar hier dann auch im Sinne der Saisonalität, die dann hier durchaus bullisch werden könnte, weiter nach oben drehen. Ist aber wie gesagt für mich jetzt hier eher der Plan C. Um nicht zu sagen, eben die unwahrscheinlichste Variante, aber kann natürlich passieren. Da müssen wir uns immer darauf einstellen, dass der Markt natürlich hier Überraschung macht und sich nicht an gewisse Fahrpläne hält. Das ohnehin nicht. Wir dürfen uns zwar eine Meinung bilden, aber natürlich daran festzuhalten, wenn es Umkehrsignale gibt, kann nur falsch sein. Insofern müssen wir uns da flexibel am Markt entlanghangeln, am Chart. Und wie gesagt, eine zu feste Meinung zu haben, ist ja sowieso nicht so gut, aber eine analytische Tendenz nicht verkehrt und insofern mal schauen, ob Euro-US-Dollar uns hier die Möglichkeit gibt, ein höheres Level zu erreichen, um einen möglichen Short zu starten. Dazu würde sich zum Beispiel anbieten, dass wir hier auf Tagesbasis entsprechend die Fibonacci-Verhältnisse mal anlegen. Vom Tief ausgehend suchen wir uns hier ein signifikantes Hoch und da fällt auf, dass hier dieser ja, seit dem Ausverkauf oder seit der Abwertung hier von Ende September ausgehend es nicht wirklich ein signifikantes Hoch gibt, außer dieses Level hier. Ja, also diese Widerstandszone 1265 ist das immer so richtig nicht drüber gegangen, deswegen würde ich dieses letzte Bewegungshoch auch als Ansatzpunkt wählen wollen. Und da sehen Sie, dass wir hier ja, das 38er Level bei 1,1014 haben. Also hier kleine Spikes in diese Richtung dürften dann auch im Idealfall relativ schnell in eine Erschöpfung übergehen. Und dann werden wir hier auch nach Fibonacci-Verhältnissen in einer guten Ausgangslage, um die übergeordnete Abwertung weiter zu vollziehen. Wie gesagt, sieht interessant aus. Euro-US-Dollar auf jeden Fall mal im Blick halten. Kurzfristig korrektives Erholungspotenzial lässt sich hier schon mal zusammenfassen. Und insofern drücke ich Ihnen mal die Däumchen, wenn Sie mögen. Haben wir heute Nachmittag nochmal beim JFD-Devisenradar-Webinar 15 bis 16 Uhr die Möglichkeit, auf andere Währungspaare einzugehen und natürlich auch Intraday den Euro-US-Dollar nochmal zu bewerten, was er denn bis dato gemacht hat. Ich sage an dieser Stelle jetzt erstmal danke fürs Einschalten, wünsche Ihnen einen erfolgreichen Handelstag, hoffe, es hat Ihnen gefallen, die Sendung und ansonsten auf bald schon, spätestens morgen 9:30 Uhr, wenn wir uns heute Nachmittag nicht hören. Bis dahin, beste Grüße, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.